Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es mal um diese Pocket Racks gehen. Und zwar bin ich auf Facebook in mehreren Victorinox-Gruppen und dort hat jemand diese Pocket Racks vorgestellt. Entwickelt wurden diese von Phil Davis und auf Thingiverse, das ist eine Plattform, wo man STLs für 3D-Drucker herunterladen kann, dort wird diese Platte auch angeboten. Und was ich dabei so fantastisch finde, ist, man kann halt die Tools drauf machen, die man sich wünscht. Das Ganze wird einfach nur mit Gummis fixiert. Ja, das Ganze ist so simpel wie einfach, dass ich es einfach nachmachen musste. Das wäre jetzt die Platte in der Originalgröße gewesen, von der STL her. Und hier hatte ich das Ganze vergrößert. Ich glaube, es waren 170%, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich wollte mir halt einfach nochmal so ein Pocket Rack machen, um auch größere Tools darauf befestigen zu können. Was ist jetzt der ganze Vorteil bei der Geschichte? Zum einen die individuelle Zusammenstellbarkeit und man hat natürlich die Möglichkeit, dass man das Ganze direkt so nehmen kann und stopft es in eine Tasche herein. Gut, das ist jetzt hier eine Tasmanian Tiger Verbandstasche. Die hätte auch hier Fächer, um alles ausstatten zu können. Aber stellt euch vor, ihr habt einen kleinen Rucksack, ihr wollt einfach nur eine schnelle Wanderung machen und dann greift ihr einfach ins Regal, nehmt euch das ganze Pocket Rack und stopft das hier rein. Und das Thema ist gegessen. Ihr müsst da nicht lange hin und her wuseln. Ihr habt direkt alles parat. So, was ich jetzt hier zum Beispiel dabei habe, ist zum Beispiel einmal eine Taschenlampe von Rovivon, Victorinox Multitool, dann nochmal ein Victorinox Messer, etwas Kienspan, darunter versteckt sich noch so ein Magnesium-Feuerstarter. Die Kombination kennt ihr ja vielleicht schon. Man schabt hier einfach ein paar Späne ab. Das ist sehr entzündlich, leicht entzündliches Material, brennt auch sehr heiß. Hier ist der Feuerstarter. Davon einfach Funken draufschlagen und das Ganze brennt dann. Auf der Rückseite hätte ich hier jetzt nochmal die Swisscard von Victorinox dabei, sowie insgesamt zwei Rettungsdecken. Ja, und das ist doch schon mal eine coole Kombi, mit der man einfach mal losziehen kann, ohne sich großartig Gedanken machen zu müssen, was nehme ich mit. Hier hat man direkt Licht dabei, man hat Werkzeuge dabei, man hat Feuer dabei, man hätte für den Notfall Rettungsdecke dabei, sogar eine Lupe mit Pinzette, wenn man sich einen kleinen Splitter eingefangen hat oder eine Zecke entfernen muss und so weiter. Das wäre jetzt die größere Variante gewesen. Bei der kleineren Variante habe ich hier einfach ein Zippo. Das ist recht zuverlässig. Man muss es halt immer wieder nachfüllen, weil das Benzin da drin, das verdunstet halt leider sehr schnell. Aber dennoch, wenn man weiß, man zieht jetzt in den nächsten Tagen los, man füllt es auf, dann ist es recht zuverlässig. Wir können es ja spaßeshalber einfach mal testen, ob es jetzt gehen würde, weil ich habe das Setup jetzt ungefähr seit einer Woche da liegen. Und ja, ihr seht, es geht noch hervorragend. Dann hier von Monkeys. Dieses kleine Multitool, hiervon ist eigentlich wirklich nur die Zange tatsächlich gut. Aber der Vorteil ist halt, dass man eine wesentlich größere Zange dabei hat, als wie jetzt beispielsweise beim Swiss Champ. Die Zange, die ist schon ganz ordentlich. Die anderen Tools, die hier dabei sind, wie so eine kleine Klinge und sowas, ja, das ist eher Spielzeug. Aber ich finde halt, wie gesagt, gerade die Zange hiervon wirklich sehr stark. Dann natürlich auch hier eine Taschenlampe, die immer aufgeladen ist, verschiedene Farbmodis, das erkennt ihr hier über die Buttons. Die hat also UV-Licht, Rotlicht etc. Und das Mini-Champ wäre dann auch noch in diesem kleinen Sortiment mit dabei. Und ihr seht das, die Gummis, die passen sich halt durch die Elastizität immer wieder direkt dieser Platte an. Und man kann halt die einzelnen Tools dahin stecken, wo es einem beliebt, einfach fixieren. Fertig. Das Ganze ist auch fest, also das fällt nicht runter oder so. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das Ganze ist wirklich gut fixiert. Und wenn ihr es braucht, habt ihr es direkt zur Hand. Und hier habe ich jetzt auf der Rückseite einfach so einen Cardholder. Der ist jetzt zwar leer, aber hier könnte man halt Krankenversichertenkarte reintun, Personalausweis, Geldkarte etc. Und dann hätte man dieses ganze Tool direkt auf einmal griffbereit. Und auch hier ist es so, wenn man sagt,
Hey, ich drehe mal schnell eine Runde durch den Wald. Ich möchte jetzt nicht unbedingt meinen Rucksack direkt mitschleppen müssen, aber ich möchte halt ein Tool dabei haben, wenn ich zum Beispiel etwas Kienspan ernten möchte oder vielleicht den einen oder anderen Pilz sammeln möchte, etc. Dann nimmt man sich einfach das ganze Tool. Es wiegt so gut wie nichts, stopft es sich in die Hosentasche. Ja, man ist schon komplett ausgestattet. Wie gesagt, schaut mal auf Thingiverse vorbei, dort nach Pocket Rack suchen. Der Hersteller davon oder der Entwickler war Phil Davis. Mittlerweile wird es halt von vielen anderen vermarktet. Die STL könnt ihr euch kostenfrei herunterladen. Ihr könnt es euch dann selbst so oft drucken, wie ihr möchtet. Mit meinem Drucker ging das Ganze recht schnell. Es war etwas über eine Stunde, beziehungsweise das war gut eine Stunde. Ich mach mal das ab, damit ihr die Dicke ungefähr sehen könnt. Das Ganze ist halt ungefähr so 3 mm dick. Und das hat, wie gesagt, ungefähr eine Stunde gedauert. Die größere Variante lag schon bei etwa 2 Stunden. Aber dafür spart ihr euch halt das Geld, um es kaufen zu müssen. Denn ich habe Angebote gesehen, da wurde diese große Platte, ne, Entschuldigung, die kleine Platte für 15 Euro angeboten, die große für 25. Und das finde ich persönlich schon sehr, sehr happig, weil im Endeffekt ist es ja nichts. Falls ihr keinen 3D-Drucker habt, nehmt euch einfach ein stabiles, dünnes Holz, bohrt euch hier diese Löcher rein, jeweils 5 an den langen Seiten, 3 an den kurzen Seiten, dann habt ihr im Endeffekt genau das Gleiche. Ihr müsst dann halt hier noch diese Sägeschnitte setzen, damit es halt schön aussieht. Aber das wäre auch schnell gemacht. Oder vielleicht mit Blech wäre es auch eine coole Methode. Dann wird es wieder etwas schwerer werden, aber dafür auch wesentlich stabiler. Weil diese Platte hier, ich will sie jetzt nicht durchbrechen, aber ihr seht das, das Ganze ist schon, ja, ich sag mal recht weich. Man kann das also recht leicht verformen. Was aber auch den Vorteil hat, wenn man jetzt hier die Tools drauf fixiert, dass sich diese Platte dem Ganzen etwas anpasst. Also das biegt sich vielleicht je nachdem ein bisschen, was ihr hier drauf montiert habt, aber es bricht halt nicht direkt. Wie gesagt, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Musste ich unbedingt haben. Werde ich auch in Ehren halten. Denn diese Flexibilität und die Portabilität finde ich ganz hervorragend. So hat man wenigstens ein kleines Setup immer startbereit. Natürlich kann man, wie gesagt, auch einfach eine Tasche packen, die ganzen Sachen da rein tun. Auch hier ist es natürlich so, wenn ich es brauche, mache ich einfach die Tasche auf, nehme es mir raus, habe direkt den Zugriff darauf. Ist halt gehopst wie gesprungen. Die Taschen von Tasmanian Tiger, das waren, glaube ich, ein Zweier-Set war das. Das kostete um die 30 Euro. Und ja, hier, wenn man es selber drucken kann, kostet es wahrscheinlich um die 2, 3 Euro. Kommt man also wesentlich günstiger weg. Gummis müsste man halt auch noch dazu kaufen. Ich habe jetzt hier einfach ganz dünne Flachbandgummis genommen. Muss man halt selbst entscheiden. Die reißen halt recht schnell, je nachdem, wie sehr es gespannt wird. Das geht jetzt hierbei noch, ohne dass es reißt. Aber natürlich wären Rundgummis da wesentlich besser. Aber das könnt ihr euch ja gestalten, wie ihr wollt. Nur wie gesagt, ich fand die ganze Idee so cool, dass ich mir gedacht habe, hey, darüber mache ich mal ein Video. Vielleicht kennen das manche noch nicht. Ich kannte es bis jetzt tatsächlich auch noch nicht. Aber ich bin halt wirklich sehr, sehr davon überzeugt. Zumal hier habe ich mich jetzt eher um Werkzeuge gekümmert. Natürlich könntet ihr das ganze Setup auch mit Verbandsmaterialien machen, Pflastern etc. Dann habt ihr so ein kleines Survival-Kit immer dabei, beziehungsweise ein kleines Verbandskit immer dabei. Finde ich ungeheuer gut. Was haltet ihr von der Idee? Haltet ihr das für völligen Schmarrn oder ist das eigentlich eine recht coole Idee? Habt ihr Verbesserungsideen? Was könnte man hier vielleicht noch anders machen? Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten abonniert meinen Kanal, lasst gerne einen Kommentar da und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.